Nominiert für den Kategorie-Sieg in der Kategorie Interne PR sind Media Consult Story Development GmbH mit Bankwill – Erlebnis Zukunft für UniCredit Bank Austria. Arge Brainscrailing mit Geschichten verbinden. 65 Jahre Verbund für Verbund AG. Himmer Buchheim und Partner mit Mitarbeiterkampagne Ja zu Austrian für Austrian Airlines AG. Bankwill ist ein einzigartiges Gamification-Projekt, bei dem die Führungskräfte der Bank Austria an ihrer Bank der Zukunft bauen und dabei Wandel nicht nur erlernen, sondern wirklich erleben. Bei Bankwill treten 280 Führungskräfte der Bank Austria in Teams zu je 10 Personen gegeneinander an. Jedes Team baut seine eigene Bank auf. Dazu müssen offline in den Teams Aufgaben gelöst werden. Kommuniziert wird online über eine Plattform und auf dieser Plattform wächst die eigene Bank dann auch immer weiter. Die besondere Herausforderung war, Bankwill spannend zu halten. Wenn Sie ein Spiel spielen, dann spielen Sie das vielleicht mal ein paar Stunden. Wir haben über Monate gespielt mit mehreren hundert Teilnehmern. Da braucht man schon eine sehr gute Dramaturgie. Und natürlich musste auch immer klar sein, dass Bankwill einen sehr ernsthaften Hintergrund hat und dass die Ideen der Teilnehmer wirklich auch verwendet werden. Das ist uns gelungen und die Ideen der Teilnehmer stecken jetzt in Handy-Apps zum Beispiel und im neuen Filialdesign. Warum Bankwill den Staatspreis gewinnt? Naja, versuchen Sie mal 280 Führungskräfte über Monate lang bei Laune und bei der Stange zu halten. Dazu braucht man schon ein paar sehr kreative Ideen, viel Vertrauen und eine sehr gute Abstimmung und ein gutes Verhältnis der Projektteams von der Bank Austria und der Media Consult. Ja, also wir haben unter dem Motto 65 Jahre Verbund, Geschichten verbinden, dieses Jubiläum genützt, um mit einer mehrmonatigen multimedialen Kommunikationskampagne, die ganz im Zeichen von Verbundgeschichten stand, die Verbundenheit der Mitarbeiter mit der Marke und den Werten weiter zu verankern. Wir haben dabei als Key Visual auf den roten Faden gesetzt und als Endergebnis gab es ein Buch mit sehr beeindruckenden Verbundgeschichten. Ja, wir haben auf eine Multimedia-Kampagne gesetzt, bei der wir viele Dinge eingesetzt haben, wie Video, kreative Postkarten, Poster, Artikel im Mitarbeitermagazin, wir haben Beispielgeschichten im Intranet gebracht und die Auswahl der 65 Geschichten haben wir in einem zweistufigen Prozess gemacht. Zum einen eine interne Jury und dann haben alle Kolleginnen die Möglichkeit gehabt, in Online-Votings ihre 3 Sieger zu küren. Die Autoren dieser Geschichten haben sich dann gefreut über eine Feier mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Und das Buch haben dann alle Verbundkolleginnen und Kollegen bekommen. Ja, ich würde mich freuen und mir wünschen, dass wir mit unserem Projekt gewinnen, weil wir es mit einer tollen Kampagne geschafft haben, die Marke Verbund durch Geschichten in Verbindung mit Menschen und Emotionen zu bringen und dadurch die Marke weit im Unternehmen verankert haben. Beim Projekt Ja zu Austrian ging es darum, alle Mitarbeiter auf allen Ebenen anzusprechen. Es war uns wichtig, in dieser schwierigen Situation die Zustimmung aller Mitarbeiter einzuholen, 6000 Mal ein Ja zu Austrian zu haben. Das ist das, was das Unternehmen in dieser schwierigen Situation braucht. Diese Kampagne hat auf alle emotionale Ebenen der Mitarbeiter abgezielt. Es ging hier darum, zum einen wirklich eine Information greifbar zu machen, die Mitarbeiter auch zu informieren, warum gewisse Schritte notwendig sind, ihr Verständnis dafür einzuholen und sie auch zu aktivieren, die Maßnahmen gemeinsam zu gestalten. Dieses Projekt Ja zu Austrian hat einen Veränderungsprozess begleitet. Veränderungen sind nie einfach, sie werden nie gerne angenommen und dieser Veränderungsprozess war der größte, den das Unternehmen je erlebt hat. Das Projekt Ja zu Austrian ist keine Kampagne in dem Sinn, sondern hat unsere Kommunikation nachhaltig verändert. Es hat ein neues Zeitalter eingeläutet, wie wir mit den Mitarbeitern kommunizieren. Und es ist ein wichtiger Bestandteil, dass unser Unternehmen wieder erfolgreich wird, gemeinsam mit den Mitarbeitern. Und daher, finde ich, haben wir den Staatspreis verdient.